raus aus dem Keller gegen oben dranbleiben oder der FC Augsburg 2 gegen den TSV Hauptstadt. Beide zuletzt gut drauf. Die Hausherren holten alle ihre 9 Saisonpunkte in den letzten 5 Saisonspielen. 2 Siege, 3 Remis stehen da zu Buche. Die Unterfranken in Schwarz gewannen sogar ihre 3 jüngsten Liga-Auftritte, spricht eigentlich für einen guten Kick am 71. Geburtstag des Rosenau-Stadions. Und dementsprechend schwungvoll ging es auch los. Beide meldeten sich schnell an in dieser Partie. Für Augsburg probiert es Josué Mbila. Auf der Gegenseite findet Max Scheber nicht den in der Mitte lauernden Christopher Bieber. In der Folge aber optische Vorteile für die Hausherren, auch wenn die Torgefahr noch überschaubar war. Dieser Szene hier ging beispielsweise ein klares Foul voraus. Aber in der 19. Minute sah das richtig klasse aus. Weite Flanke von Davide Dell'Erba auf Tobias Heiland, der legt ab auf Mbila. Ganz starker Treffer der heimischen U23. Das gab den Hausherren weiter mächtig Auftrieb. Nun ihre stärkste Phase in diesem ersten Durchgang. Lukas Wenzel im Hauptstädter Kasten hatte alle Hände voll zu tun. Vorerst blieb es aber bei dem einen Gegentreffer. Und so nach gut einer halben Stunde befreiten sich die Unterfranken zeitweise aus der Umklammerung. Schieback mit einem ersten Warnschuss, das hätte gut und gerne der Ausgleich sein können. Der fiel dann allerdings in der 37. Minute und zwar richtig bitter für Augsburg. Ein weiter Abschlag von Wenzel wird von einem Hausherrenakteur mit dem Kopf verlängert. Und zwar genau in den Lauf von Timo Pitter. Der überlupft auch Marcel Lubick. Die Gäste durchaus etwas glücklich, also zurück im Geschäft. Doch sie stellten in der Halbzeitpause dann taktisch etwas um und bewegten sich fortan auf Augenhöhe. Joshua Endres mit dem ersten Abschluss der zweiten 45 Minuten. Alles in allem aber bei weitem nicht mehr so viele Torschüsse wie in Hälfte 1. Hier setzt sich mal Heiland stark durch, der Schuss aber dann zu zentral. Beide lauerten nun auf den einen, vielleicht spielentscheidenden Fehler. Und ein solcher unterlief Heiland, der das sehr unglücklich Bieber zu Fall bringt. Schiri Andreas Dinger zeigte in der 72. Minute sofort auf den Punkt. Das ist eine Sache für Ingo Feser, sehr sicher verwandelt zum 2:1 für die Gäste. Aber noch war ja genügend Zeit. Die FCA-Youngsters erhöhten nun nochmals die Schlagzahl und vor allem der eingewechselte Franjo Ivanovic sorgte für viel Betrieb. So auch in der 81. Minute erholt sich die Kugel selbst, schickt Heiland, der spielt ihm den Ball zurück und Ivanovic macht mit etwas Glück das 2:2. Von den Spielanteilen her sicherlich ein verdienter Zwischenstand, der dann auch der Endstand sein sollte. Denn die letzte Freistoßchance der Hausherren durch Fabian Wessig entschärfte der gut aufgelegte Wenzel. Macht Spaß, gerade dieser Mannschaft zuzuschauen, wie sie sich wirklich Woche für Woche entwickelt. Wenn ich sehe, was sie heute in der ersten Halbzeit abgerissen haben und dass du dann nur mit einem 1:1 in die Halbzeit gehst, tut es mir extrem leid für die Jungs, weil ich glaube, viel besser kannst du nicht Fußball spielen. Aber dann ist wieder das, dass wir leider das ein oder andere Tor in der ersten Halbzeit dann noch zu wenig gemacht haben. Waren einmal unachtsam beim langen Ball, beim zweiten Ball, dann kriegen wir das 1:1. Zweite Halbzeit stellt Hauptstadt um, damit hatten wir dann Probleme. Da hat man auch gesehen, was für eine Qualität Hauptstadt im Kader hat. Ja, war ungemein flottes Fußballspiel heute gegen, und das muss man wirklich mit allerhöchstem Respekt sagen, gegen eine bärenstarke Augsburger Mannschaft. Was die Jungs abgeliefert haben, war wirklich stark, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Extrem ballsicher, alles was sie gemacht haben, im unfassbar hohen Tempo. Und von daher gehen wir mit einem glücklichen 1:1 in die Halbzeit, stellen dann ein bisschen was um und dann hat man schon so eine Phase, wo wir das Spiel zumindest teilweise kontrolliert haben, beziehungsweise besser kontrolliert haben, machen dann das 2:1. Ja, das wäre aber heute dann im Endeffekt des Daches zu viel gewesen. 2:2 ist Glück für uns, wir nehmen es aber sehr gerne mit. Ein Remis, das beiden nicht so wirklich weiterhilft. Augsburg zwar zum 6. Mal in Folge unbesiegt, so richtig raus aus dem Keller geht es trotzdem nicht. Hauptstadt zum 4. Mal in Folge unbesiegt, aber die Tuchfühlung nach ganz vorne geht flöten.